Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Risen 2 Dark Quarters in der 5. Aufnahmesession. Und jetzt fahren wir fort mit diesem Affentheater. Ja, komm her. Komm her. Au. Ey, die überschmeißen mich hier. Au. Na komm schon. Oh. Sehr schön. Die hätte ich wahrscheinlich alleine niemals geschafft. So, Nummer 2. Patty. Sehr schön. Habe ich gerade gemacht, Captain. Die Blaukrallen sind tot. Die Blaukrallen sind tot. Diese Biester sind viel aggressiver als ihre kleineren Artgenossen. Es soll sogar Eingeborene geben, die von den Affen gar nicht beachtet werden. Naja, liegt vielleicht auch an der Artverwandtschaft. Uns stören sie jetzt jedenfalls nicht mehr. Da hast du recht. Gehen wir weiter. Jetzt ist es nur noch ein kurzes Stück. Na, wenn du das sagst. Patty schließt sich dir an. Sehr schön. Kurzes Stück, sagt der Captain. Wir gehen aber erstmal hier entlang. Und Schnellspeicherfunktion, ne? Dafür ist sie ja da. Ich grüße übrigens alle Zuschauer da draußen, die sich das angucken. Hier waren wir übrigens schon. Vor allem den Rimnir, den L und den Laszlo, sowie die Marion, a.k.a. Sternenblut, nicht zu vergessen. Und die Sabrina Becker schaut sich das bestimmt auch noch im Nachhinein an. Deswegen grüße ich sie auch einfach nochmal mit. Die liebe Sabrina. Oh, super. Danke. Sehr gut gemacht, Patty. Reife Leistung. Irgendwo hinten hatte ich nämlich noch eine Geisterlilie gesehen. Die würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Sofern das möglich ist. Aha. Interessante Ausbuchtung hier. Ich habe vorhin auch Emperor Schlacht im Dune aufgenommen. Das war... Ja, sagen wir es mal so. Ich hatte schon bessere Aufnahmen. Und, bin auch dezent ausgerastet, so ein bisschen. Und zwar so sehr, dass ich einen fetten Kloß im Hals hatte, dass ich erstmal ordentlich was trinken musste. Ich habe erstmal eine kleine Aufnahmepause gemacht. Und ja, jetzt bin ich bereit für Risen 2 Dark Quarters mit euch zusammen aufzunehmen. Und ich denke mal, dass die Aufnahme besser sein wird als die von Emperor. Indem ich schon, zum Beispiel schon mal diese Krallenaffen-Umhau habe ich schon mehr erreicht als in Dune. So ungefähr. Na, ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben hier doch schon ein bisschen was erreicht in Risen 2. So viel kann man sagen. Ich nehme ja es ja auch vor allen Dingen im Voraus auf. Der Rimni hat übrigens auch die Frage gestellt, warum ich die Dialoge wiederhole. Wenn er sie doch spricht, dass das ein bisschen verwirrend sei. Ich kann es natürlich auch gerne sein lassen. Das werde ich jetzt auch zukünftig machen. Ich werde es zukünftig einfach sein lassen. Und das nicht mehr vorlesen. Weil es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Ich habe es einfach aus purer Gewohnheit mitgelesen. Aber wenn es die Frage schon gibt, warum machst du das, so brauchst du nicht machen. Weil es ja doppelt vertont ist und das andere nur irritiert, dann kann ich es auch genauso gut sein lassen. Wo ist der Captain eigentlich? Captain? Kapitän! Ich habe Steilbart verloren. Wo ist der Captain? Where is the Captain? Super. Mein Name ist Lars. Ich habe einen Steilbart verloren. Toll. Super. Steilbart ist da ganz hinten. Okay, das heißt, wir rennen hier im Voraus. Dann wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir erstmal zurücklaufen. Und den Captain abholen. Ist ja auch mal geil, ne? Rennen wir einfach mal voraus. Schön. Super. Captain? Oh, ich entferne mich weiter von ihm. Na, das ist doof. Das ist doof, das sollten wir nicht machen.
Wir wollen ja schließlich in seine Richtung kommen. Ich werde die Insel nachher nochmal ein bisschen genauer erkunden. Stahlbart ist, glaube ich, hier hochgegangen, ne? Ich war so fixiert auf die Goldader, auf die Golderzader, dass ich mich dann nicht weiter um Stahlbart gekümmert habe. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch eine Falle, oder? Ich speichere das mal eben. So. Ja, wir kommen in seine Richtung. Er ist also echt den Pfad hier schon hochgelatscht. Interessant. Ich habe übrigens meine Mikrostärke wieder noch ein bisschen weiter runtergestellt, weil ich sitze sowieso näher dran. Dachte ich mir, also von daher. Wo ist der Captain? Der ist wahrscheinlich schon wieder sonst wo. So nenne ich die Part. Wo ist der Captain? Kapitän Stahlbart auf Wanderschaft. Super. Ich bin eben halt so einer, der gerne erkundet. Kann ich nichts dagegen machen. Ehrlich gesagt, ich will auch gar nichts dagegen machen. Ich muss einfach erkunden. Ich kann nicht anders. Ich bin jemand, der lässt und der ungerne was liegen lässt. Wenn ich es wenn ich die Chance habe, etwas zu finden, dann will ich das auch finden. Und das ist ja in diesem Spiel so. Da ist er ja. Los, komm schon. Oh, ich wollte das Goldklee gerade angreifen. Ne, den wieder will ich haben. So. Truthähne und Ratten werden hier gekillt. In Massen. So, die Schädelblüte nehmen wir noch mit. Ist hier noch was? Also ich glaube, ich muss die Insel hier nochmal genauer absuchen irgendwann. Aber was heißt irgendwann? Ein bisschen früher. Patty? Da. Bleib hinter mir. Da hinten, auf der anderen Seite des Flusses, ist der Stamm. Lass uns vorsichtig sein. Hier haben die Bäume Ohren. Los, weiter. Jawohl. Herr Kapitän, ich bin direkt hinter Ihnen, Sir. Oh, eine Truhe. Da muss ich hin. Wie war das? Ich bin direkt hinter Ihnen. Super. So viel mal dazu. Und die ist sogar offen. Und ich glaube, die schwebt auch ein bisschen. Goldklee, roher Fisch, Goldbrocken. Egal, nehmen wir mit. Truhe ist Truhe. Man stellt sich mal vor, man ist selber Hauptprotagonist. Man folgt dem Captain und dann sagt man erstmal, oh, da ist eine Truhe, gleich erstmal mitnehmen. Da hinten steht übrigens jemand, da gehen wir später mal hin. Aber jetzt verfolgen wir erstmal Stahlbart. So, da wären wir. Näher kommen wir nicht heran, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Von hier aus musst du alleine weitergehen. Ich will nicht Gefahr laufen, dass einer von Crows Leuten mich erkennt. Ich sehe mich mal um. Ich sehe mich mal um. Viel Glück, Junge. Und denk daran, wir wissen noch nicht, wie Crow es geschafft hat, sie auf seine Seite zu ziehen. Was wirst du tun? Ich brauche jetzt erstmal einen guten Schluck Rum. Du findest mich im Lager. Dort stand schließlich noch ein herrenloses Fass herum. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Na, dann weißt du ja auch, was du zu tun hast. Sag mir Bescheid, wenn du was herausgefunden hast. Wo will er hin? Er geht zurück ins Lager, zu seinem Rumfass. Sehr gut. Das ist vielleicht die Gelegenheit, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Hä? Mein Vater wird wahrscheinlich das ganze Fass alleine austrinken. Anzunehmen. Und weiter? Wenn er richtig schön blau ist, wird er immer so redselig. So erfahren wir vielleicht, auf welcher Insel er seinen Schatz versteckt hat. Verstehe. Du willst also auch zurück ins Lager. Das schaffst du auch ohne mich. Sei vorsichtig und komm heil zurück, mein kleiner Held. Bis später. Alter, hat die ein Hüftschwung! Meine Güte!
Für die Hüften braucht die ja schon Waffenschrei. Das ist ja unglaublich. Die schwingt die Hüften wie nichts Gutes. Beeindruckend. Ich wollte gerade sagen, ich habe da hinten noch ein paar Affen gesehen. Die würde ich mir ganz gerne vorknöpfen. Wie viel Ruhm haben wir eigentlich? 1675. Das ist nicht viel. Aber besser das als gar nichts. Umgenietet, die Sau. Boah, super. Macht er mich einfach von der Seite an hier? Glaube ich aber nicht. So, ah, eine Magiebeere. Gleich mal mitnehmen. Loot, Loot, Loot ist alles, was ich liebe. Loot, Loot, Loot ist alles, was ich begehre. Was? So, dann gucken wir mal hier weiter. Das Gute ist jetzt, dass wir jetzt in Ruhe weitersuchen können, ohne uns irgendwelche Sorgen zu machen wegen Stahlbart. Ist das Dorf denn schon markiert? Nee, nicht wirklich. Also markiert ist es schon als Questaufgabe, aber nicht als Ort. Ich glaube, dafür gibt es nämlich auch eine Ortsmarkierung. Am besten so ein riesiges Schild. Sie betreten nun den und den Sektor. Okay, das ist die falsche Richtung. Da tigerte nämlich gerade ein Jaguar rum. Und den wollte ich ungern besuchen. Jedenfalls, solange ich alleine bin. Wenn das mit Patty zusammenläuft, dann wäre das was anderes. Aber so, Geh nochmal hier entlang, so nebenbei. Hauptsache nicht auf den Jaguar treffen. Darauf habe ich nämlich keine Lust. Schubidabida. Ach, hier, guck mal, eine Geisterlilie. Nehmen wir gleich mal mit. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich glaube, ich laufe gerade in die total... Ja, tue ich auch. Ich laufe gerade in die total falsche Richtung. Das hat man wahrscheinlich schon des Öfteren zu mir gesagt. Lars, du läufst in die total falsche Richtung. Ja, ist klar. Aber er läuft und läuft und läuft trotzdem weiter in die Richtung. Einfach so. Oh, Scheiße! Da sind ja noch mehr von diesen Affen. Muss ich da durch? Nein, eigentlich nicht. Schubidubidu. Ich ziehe mich mal unauffällig zurück. Lalalala. Noch sind wir zu schwach, um solche Kämpfe alleine auszutragen. Mit Patty zusammen dürfte das nicht das Problem sein, aber alleine? Alleine sehe ich das ein bisschen kritisch. So, das heißt, wir müssen tatsächlich diesen Pfad hier hochgehen, okay? Natürlich ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Da ist eine Wache. Shaganumbi gefunden. Kapo Sheku, was willst du? Schick dich Crow zu uns? Sollen wir ehrlich sein oder sollen wir lügen? Ich bin mal ehrlich. Nein, ich suche Captain Crow. Sheku, er ist nicht hier. Warum suchst du ihn? Ich will mit ihm reden. Ich will mit ihm reden. Du willst mit Crow reden? Reden? Wie die Frauen? Weißt du nicht, dass er nicht hier ist? Wenn du reden willst, geh zu den Frauen. Geh, yalla yalla. Ja. Geh, yalla yalla. Ja, du kannst mich auch meinen. Der Shaganumbi-Stamm. Schwer auszusprechen. Hey, was sehe ich denn da? Ein Pirat mitten im Lager der Shaganumbi? Du bist keiner von uns. Was willst du hier? Ich bin auf der Suche nach Crow. Ich bin auf der Suche nach Crow. Das trifft sich gut. Ich gehöre nämlich zu seiner Mannschaft. Also, was willst du von ihm? Wo finde ich Crow? Wo finde ich Crow? Jetzt lass dir mal zwei Sachen sagen. Erstens, es heißt Captain Crow, klar? Und zweitens, du stellst mir entschieden zu viele Fragen. Der Captain hat mich geschickt, damit es hier keinen Ärger gibt. Und ich erledige meine Aufgaben. Also, ich werde dich im Auge behalten.
Wenn du hier Unruhe stiftest, mache ich dich fertig. Sag mir, wie ich zu Captain Crow komme. Du? Gar nicht. Er hat den Befehl gegeben, dass jeder umgebracht wird, der sich dem Tempel nähert. Wirklich jeder? Bis auf Jim und mich natürlich. Ich muss unbedingt mit Crow reden. Du nimmst mich nicht richtig ernst, was? Das gefällt mir. Aber wenn du dem Captain gegenüberstehst, wirst du das sicher bereuen. Ist dem so? Warum sollte ich Angst vor Crow haben? Ist er so hässlich? Ja, aber nicht nur das. Er ist auch bösartig und misstrauisch. Vor allem bei Leuten, die er nicht kennt. Immerhin könntest du ein Spion der Blauröcke sein. Da fackelt er nicht lange. Zack, ist die Rübe ab. Bring mich zu ihm, dann finden wir es heraus. Du lässt dich locker? Du willst also unbedingt zum Captain, ja? Ei. Tja, Junge, ich sag dir was. Bevor du hier irgendetwas kriegst, machst du dich erstmal nützlich. Ich sag noch, ich will mir das abgewöhnen. Das ist so eine Gewohnheit, die ist so verwurzelt. Es tut mir leid. Ich lese jetzt nicht mehr vor.